Dieser Film erzählt die Geschichte von Gertrud Braumann, geborene Dadrat. Gertrud Braumann wuchs auf dem Hof ihrer Eltern Karl und Emma in Tulkheim im ehemaligen Kreis Goldap auf. Das liegt im heutigen Polen. Ihre Familie war groß. Es gab viele Geschwister. Und zu großen Festen, auf diesem Bild hier zu erkennen, die Silberhochzeit des Ehepaars Dadrat, kam man zusammen. Es folgten unbeschwerte Jugendjahre. Hier ist Gertrud Braumann gemeinsam mit ihrer Schwester zu erkennen. Konfirmiert wurde sie selbstverständlich auch. Später, im Jahre 1943, heiratete sie Erwin Braumann. Auch dieses Bild der Hochzeitsgesellschaft entstand auf dem Hof ihrer Eltern in Tulkheim. Doch das ruhige Landleben sollte gehörig aus den Fugen geraten, denn im Oktober 1944 musste die damals 22 Jahre alte Gertrud Braumann gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem damals 16-jährigen Bruder aus ihrer Heimat fliehen. Ähnlich wie viele Millionen andere Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Doch Gertrud Braumann schrieb all ihre Erfahrungen während der Flucht in einem Tagebuch nieder, und das unmittelbar nach der Flucht. Der Hof meiner Eltern war in Tevelkem in Ostpreußen. Er war schon lange in unserem Familienbesitz, so lange wie ich zurückdenken kann und wie meine Eltern das erzählten. Mein Vater hieß Karl und meine Mutter hieß Emma. Sie kam auch aus einem Bauernhof. Ich hatte 10 Geschwister, davon waren wir jetzt aber nur noch zu zweit. Mein Bruder Bruno und ich, alle anderen waren im Kriegsdienst sozusagen. Meine Brüder, 2 davon waren schon gefallen, der eine in Frankreich vermisst bei der Invasion und der andere ist in Russland gefallen. Eindrucksvoll zeigen diese Archivbilder, wie die Flucht aus den Ostgebieten aussah. Denn der Winter 44-45 war ein ausgesprochen harter Winter mit starkem Frost. Kaum zu glauben, dass Familien mehrere Wochen lang zu Fuß unterwegs waren. Flucht und Vertreibung sind die Folgen des Zweiten Weltkriegs, der mit dem Einmarsch der Deutschen in Polen im September 1939 begann und in nur 6 Jahren unerträgliches menschliches Leid und unfassbare Zerstörungen über die ganze Welt brachte. Im Juni 1941 begann der Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion und Ostpreußen diente damals als das östliche Grenzland des Deutschen Reiches als Aufmarschgebiet. Der Vormarsch der deutschen Truppen wurde dann gestoppt im Januar 1943 mit der Einschließung der 6. Armee vor der Wolga und in Stalingrad und deren Kapitulation. Mit der Kapitulation der 6. Armee war auch eine entscheidende Wende des Zweiten Weltkriegs verbunden. Mit amerikanisch-englischer Unterstützung gelang es nun der Sowjetunion, einen Gegenstoß gegen Deutschland vorzunehmen. Und im Sommer 1944 standen die Truppen dann an den Grenzen des Deutschen Reiches. Im September 1944 waren die russischen Panzer vor der ostpreußischen Grenze. Die deutsche Führung versäumte es, rechtzeitig Räumungsbefehle zu erlassen. Stattdessen gab es eine groß angelegte Propaganda. Wir starten eine Großoffensive und es wird uns gelingen, die sowjetischen Truppen zurückzuschlagen. Dieses hatte schreckliche Folgen. Es war der deutschen Bevölkerung auch verboten, nicht amtlich erlassene Räumungen vorzunehmen, und zwar unter Strafandrohung, sodass die Bevölkerung im Wesentlichen wirklich zu Hause blieb. Und erst
als die russischen Panzer wirklich vor den einzelnen Gemeinden standen in Ostpreußen, kamen also viel zu kurzfristig dann doch amtliche Räumungsbefehle und die Bewohner mussten Hals über Kopf alles verlassen, alles liegen lassen. Dies traf den Kreis Goldap am 17. Oktober 1944. Goldap wurde zum Kampfgebiet und in den darauffolgenden wenigen Tagen verließen die Bewohner ihre Höfe. Um den Fluchtweg von Gertrud Braumann verständlicher zu machen, hier ein Überblick. Ostpreußen befand sich im heutigen Polen. Frau Braumann musste mit ihrer Familie aus dem ehemaligen Kreis Goldap bis nach Estelbrügge bei Buxtehude fliehen. Zunächst folgte am 19.10.1944 die Evakuierung in Tulkheim. Am 24.10. kam die Familie dann in einem Massenquartier im Kreis Rösel an. Ab 20.11.1944 verblieb die Familie dann in einem Winterquartier in Schöneberg im Kreis Rösel. Am 28.01.1945 folgte dann jedoch die Flucht aus dem Winterquartier in Schöneberg. Am 10.02.1945 kam Gertrud Braumann mit ihrer Familie in der Nähe von Frauenburg an. Nun galt es bei eisigen Temperaturen das Haff zu überqueren, um auf die Nährung zu gelangen. Am 11.02.1945 kam sie mit ihrer Familie in Pillau an. Von dort ging es mit einem Kohlenfrachter am 12.02.1945 weiter nach Gotenhafen. Am 18.02.1945 folgte dann die Weiterfahrt mit der MS Deutschland nach Sassnitz auf Rügen. Angekommen in Sassnitz auf Rügen nutzten Gertrud Braumann und ihre Familie die Reichsbahn auf den letzten Kilometern der langen Reise. Am 20.02.1945 kam Gertrud Braumann schließlich mit ihren Eltern und ihren Bruder Bruno in Estelbrügge bei Familie Henning an. Im Kreis Goldap lebten vor dem Krieg 45.000 Einwohner. Von diesen 45.000 Einwohnern sind etwa 12.000 bei Fluchtvertreibung und Umsiedlung ums Leben gekommen. Es war Mittwoch, den 18. Oktober. Der letzte Sonderzug fuhr vom Bahnhof Dubening ab. Alle Bewohner, die nicht Pferde und Wagen hatten, mussten mitfahren. Unsere Straßen zogen endlose Scharen gefangener Russen entlang. Mein Vater und Bruno bereiteten nun auch bei uns alles zur Flucht vor. Die Wagen standen bereit. An unseren Maschinen wurde alles abgenommen, was nur ging und versteckt. Flüge und Eggen warf mein Vater ins Wasser. Man hatte damals ja nicht geahnt, was man tat. Man wusste nicht, was dieser Schritt alles nach sich ziehen wird. Man wusste nicht, dass es der letzte Tag in der Heimat ist, dass wir sie morgen verlassen werden, um sie nie wiederzusehen. Ach, hätten wir damals gewusst, wie viel Not und Elend noch auf uns wartet. Wir hätten es wohl nicht ertragen. Du lieber Gott, wie gut ist es, dass über unserer Zukunft ein dichter Schleier liegt und niemand imstande ist, einen Blick dahinter zu tun. Die Flucht kam immer näher, die Angst war groß. Die Propaganda war ja auch demnach. Dann, ja, heimlich haben wir unsere Wagen fertig gemacht, weil das eigentlich von der Polizei oder von der Partei verboten war, zu flüchten. Ja, und dann kam der Tag und wir mussten weg. Es war der 19. Oktober 1944. Es war ein furchtbarer Tag. Es regnete. Mein Vater, meine Brüder, die gingen durch die Ställe, haben die Krippen voller Heu und Getreide gemacht, damit das Vieh etwas zu fressen hatte für die erste Zeit. Die haben sie alle von den Ketten losgemacht. Die Kühe kamen raus, brüllten, standen brüllend auf dem Hof, es war dunkel. Die Schweine liefen durcheinander. Die Hühner flatterten, alles kam raus. Meine Mutter hat Getreide auf den Hof und in der Scheune geschüttet, damit sie für die erste Zeit versorgt waren. Denn das Schlimme ist ja für einen Bauern, sein Vieh alleine zurückzulassen, was er jahrelang sorgsam gepflegt und gehütet hatte. Die Wagen waren dann inzwischen fertig. Mein Mann war dann auch noch gekommen, der hatte, nachdem ich ihm ein Telegramm geschickt hatte, dass wir flüchten müssen, hat er ausnahmsweise mal Urlaub gekriegt,
hat uns auch noch erreicht. In der letzten Stunde, zwei Stunden bevor wir wegfahren, kam er noch an, weil die Zugverbindung nicht mehr war und er musste sich eben durchschlagen, fast 100 Kilometer. Dann sollte das losgehen. Die Pferde gingen einfach nicht. Die gingen mit den Vorderfüßen hoch, als wüssten sie, dass es vielleicht das letzte Mal war. Man musste sie am Kopf führen, ganz vorsichtig und beruhigen bis zur Straße hin. Das Fohlchen lief brav mit, aber der Hofhund blieb am Tor stehen, wie er es immer gemacht hat, wenn wir da runtergefahren sind. Wir sammelten uns auf einem Platz mit den Bauern des Dorfes. Es wurde nicht viel gesprochen, nur einmal ab und zu ein Händedruck. In allen Augen standen Tränen. Und dann reihten wir uns in die endlose Kolonne, denn die Straße war ja schon voller Flüchtlinge. Ganz mühsam ging das weiter. Die Tiere waren unruhig, die Pferde waren es nicht gewohnt, in so einer Umgebung zu laufen. Meine Mutter hat die Kühe dann auch nicht mehr lang an der Hand gehabt, das hielt sie gar nicht aus. Sie saß dann nachher auf dem Wagen. Tja, so ging das den ersten Tag. So sind wir 5 Tage gezogen. Jeden Abend um ein anderes Quartier bittend, bis wir da den Kreis Rösel ankamen. Was sich in den folgenden Tagen abspielte, kann man gar nicht beschreiben. Es ging alles viel zu schnell und es war viel zu viel, was zu gleicher Zeit auf uns eindrang. Wir konnten es gar nicht alles fassen. Mit einem Male war in Ostpreußen alles vorbei. Es gab kein Brot, keine Butter, kein Fleisch. Es gab überhaupt kein Geschäft mehr. Es ging kein Zug, es kam keine Post. Man konnte nicht telefonieren. Es gab kein Licht, keine Zeitung. Man konnte keine Nachrichten hören. Unaufhörlich zogen Truppen nach hier und nach dort. In kleinen Gruppen gingen sie, einzeln, auf Bauernwagen fahrend, zum Teil schwer bepackt, zum Teil ohne Gepäck und Waffen. Das Donnern der Geschütze kam immer näher. Feindliche Flugzeuge waren dauernd über uns und wurden zum Schrecken der Menschheit. Plötzlich waren alle Behörden weg. Über Nacht waren all die Herren verschwunden. Man sah niemanden von der Partei. Ortsgruppen und NSV gab es nicht mehr. Die Dorfbehörde wollte nichts mehr mit den Bewohnern zu tun haben. Sie dachten alle nur an die eigene Rettung. Die Leute liefen zusammen, einer wollte vom anderen Rat und niemand wusste, was man tun sollte. Es war nicht eine Menschenseele da, an die wir uns halten konnten. Kein Mensch sagte uns ein Wort. Die Bewohner des Kreises Goldap wurden zunächst im Kreis Rösel, also nur etwas westlich, untergebracht. Und die deutsche Propaganda lautete immer noch: Verbringt dort den Winter, wir werden eine Gegenoffensive starten und ihr könnt im Frühjahr zurück in eure Dörfer. Das war natürlich ein absoluter Trugschluss. Man befand sich dann im Kreis Rösel, aber es begann im Januar 1945 die russische Großoffensive. Und damit die endgültige Flucht weiter in den Westen. Also somit die zweite Fluchtwelle. Jetzt waren Massen von Flüchtlingen und Trecks bei eisiger Kälte unterwegs. Man versuchte, aus dem Kessel, der sich mittlerweile gebildet hatte, herauszukommen. Man versuchte, über das Eis des zugefrorenen Haffs auf die frische Nehrung bis Danzig zu kommen. Und dann schließlich über die Ostsee weiter nach Westen. Vielen gelang diese Flucht nicht, viele kamen ums Leben. Gertrud Braumann und ihre Familie jedoch, sie schafften es bis ins alte Land, dank vieler glücklicher Fügungen und großer menschlicher Anstrengungen. Gertrud Braumann und ihre Familie mussten weiterziehen. Doch das bedeutete auch, dass sie sich von ihrem Mann, der noch Soldat war, verabschieden musste. Noch ein Kuss, ein letzter Händedruck und der Wagen setzt sich in Bewegung. Ich kann nichts mehr sagen und will Erwins Hand nicht loslassen. Doch es geht schon zu schnell, er muss zurückbleiben. Tapfer sein, Schiebchen, ruft er noch. Dann steht er mitten auf der Straße und winkt, bis er uns nicht mehr sehen kann.
Ich winke zurück und sauge dabei mit tränenüberströmten Augen dieses Bild so fest in mir auf, dass es nie wieder aus meiner Seele ausgelöscht werden kann. Der Familie ist klar geworden, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Der Hof scheint für immer verloren. Doch wie soll es weitergehen? Wir hatten uns wohl einmal vorher mit allen verabredet, wenn es ganz schlimm kommt oder wenn wir einmal auseinandergerissen werden, die erste Zuflucht in Estebrügge zu suchen. Dort wohnten die Eltern von meiner Schwägerin Marianne. Auch Erwin hatten wir gesagt, dass wir es versuchen werden, dahin zu kommen. Ich gab ihm die Adresse und er wollte auch seine Post nach da richten, wenn es einmal wieder soweit war. Doch bis Estebrügge ist es so unendlich weit. Hamburg liegt so entfernt von uns. Wie sollen wir da hinkommen, wo wir nicht einmal wissen, wie wir bis ans Haff kommen sollen? Mit größter Anstrengung schafften Gertrud Braumann und ihre Familie es, das Haff zu überqueren und in Pillow anzukommen. Von dort sollte es mit einem Kohlenfrachter weitergehen. Gleichzeitig bedeutete dieser Abschnitt der Flucht auch den Abschied von Ostpreußen und das auf unbestimmte Zeit. Um 16.30 Uhr setzt sich unser Frachter in Bewegung. Zuerst fährt er etwas auf das Wasser hinaus und wir sehen, wie sich ein ganzes Geleit gruppiert. 7 Schiffe voller Flüchtlinge oder Verwundete sollen auslaufen. Von Schiff zu Schiff wurden Blinkfeuersignale gegeben. Wir standen mit Bruno ganz oben und sahen uns das alles an. Alle hatten sie Tränen in den Augen. Es ahnt ja niemand, was es heißt, seine Heimat zu verlieren. Allmählich verschwindet der letzte Landstreifen, verschwindet unser liebes Ostpreußen. Lebe wohl, mein Heimatland. Lebt wohl alle, die ihr noch da seid. Erwin, Ewald, vielleicht auch Hilda. Alle, die uns bekannt waren. Lebt wohl und vergesst uns nicht. Kommt uns bald alle nach. Mit dem Frachter ging es also nun von Pillau nach Gutenhafen. Doch von dort musste es mit einer Fähre weitergehen. Für diese hatten Gertrud Braumann und ihre Familie jedoch keine Karten. Es war ein Mann, der ein bisschen für Ordnung sorgte. Und weil ich ja immer versuchte, Verbindung aufzunehmen, um weiterzukommen, habe ich den Mann gefragt, ob ich ihm ein bisschen helfen könnte. Und ich konnte auf diese Weise etwas mehr erfahren über den Zustand in der Umgebung. Da erfuhr ich denn, dass man nur mit Schiffskarten von Pillau wegkam. Aber wo gab es die denn? Ich habe mich dann durchgefragt zur Kommandantur. Von da wurde ich dann zur Gemeindeverwaltung oder was geschickt. Jedenfalls wurde ich überall abgewiesen. Es war nichts mehr. Es ist Morgen. Meine Mutter weckt mich auf und ich sehe vor mir unseren Lagerführer. In seiner Hand hält er 3 Schiffskarten. Es dauert lange, bis ich alles richtig begriffen habe. Durch Zufall hat er noch Schiffskarten bekommen, aber nur 3. Nun sollte ich noch einmal zur Kommandantur und versuchen, eine Karte zu bekommen. Ich zog mir nur den Mantel über und lief, so wie ich war, zur Kommandantur. Ein junger Marineoffizier war da, mit dem ich sprechen konnte. Außerdem saß da noch ein alter Herr, der mich ununterbrochen ansah. Ich erzählte nun, dass wir 3 Karten haben und bat flehentlich um eine Karte. Der Offizier ließ mich reden und sah mich nur mit einem spöttischen Lächeln geringschätzig an. Dann sagte er, »Bemühen Sie sich nicht, kleine Frau, es ist vergebens. Wir haben keine Karten mehr. Es ist alles restlos ausgegeben.« Ich sah meine Hoffnung schwinden. Ich bettelte und flehte, doch der junge Offizier hatte dafür nur ein hochmütiges Lächeln. Der alte Herr sah mich noch immer schweigend an. Ich sah es ein, dass es aussichtslos war, und plötzlich erwachte auch mein Trotz. Ich bettelte nicht mehr. Kurz sagte ich ihm meine Meinung über ihn und ging. Die Tränen traten mir in die Augen, als die Treppe runter zur Straße lief. Plötzlich hörte ich jemanden hinter mir rufen, drehte mich um und sehe den alten Herrn von oben stehen. Aus seiner Tasche zieht er eine Schiffskarte und reicht sie mir mit den Worten, »Nehmen Sie hin und laufen Sie!« Ich habe gemerkt, wie sehr Sie sich um Ihre Angehörigen sorgen, und so etwas schätze ich. Vor Freude wollte ich diesen alten Herrn mitten auf der Straße um den Hals fallen, doch er hielt mich zurück und sagte nur, »Laufen Sie schnell! 1000 Dank!« rief ich aus und weg war ich. Von den insgesamt etwa 1,4 Millionen Heimatvertriebenen aus Ostpreußen
die in die Bundesrepublik kamen, gingen etwa oder mehr als 400.000 nach Niedersachsen. Das heißt, Niedersachsen nahm die größte Anzahl von ostpreußischen Flüchtlingen und Vertriebenen auf. Die Eingliederung dieser Heimatvertriebenen war eine schwierige, wirtschaftlich und sozial eine schwierige Sache. Man muss bedenken, dass allein die Einwohnerzahl in Niedersachsen sich von 1945 bis 50 um 50% erhöhte. Das muss einfach erst einmal geschafft werden. Im Landkreis Stade sah es ähnlich aus. Auch dort gab es eine große Erhöhung der Einwohnerzahl. Es liegen Berichte vor, nach denen zum Beispiel in den Gemeinden Estebrügge und Königreich, also in den Gemeinden, in denen die Familie Braumann zunächst wohnte und Zuflucht fand, auf etwa 700 Einwohner, das bezieht sich jetzt auf Estebrügge, auf 700 Einwohner 600 Flüchtlinge kamen und in Königreich auf 956 Einwohner 900 Flüchtlinge. Ich denke, diese Zahlen sprechen für sich. Nach einer langen Zugfahrt von Sassnitz auf Rügen nach Buxtehude war das Ziel, Estebrügge, nicht mehr weit weg. Wir kennen die Leute und die Umgebung nicht, zu der wir jetzt hinfahren. Doch wir sind zu müde und stumpf geworden von all dem, was wir bisher erlebt hatten und wollen alles Weitere auch dem Schicksal überlassen. Als wir in Buxtehude ankamen, regnet es noch immer. Es war abends, fast 19 Uhr. Bis Estebrügge waren es noch 5 Kilometer. Wie sollen wir da noch hinkommen? Ich erkundige mich nach einer Verkehrsmöglichkeit und erfahre, dass das Postauto, welches sonst täglich verkehrt, heute gerade ausfällt. Wir wollen Frau Henning nicht zu so später Stunde überraschen und wollen im Wartesaal übernachten. Doch der Bahnhof wird um 11 Uhr geschlossen. Dann müssen alle Gäste raus. Was sollen wir machen? Draußen ist es schon dunkel. Wo sollen wir in der Stadt noch ein Plätzchen finden? Wir stehen draußen vor dem Bahnhofsgebäude in strömenden Regen und in der Dunkelheit und wissen nicht wohin. Nie werde ich es vergessen, wie mein Vater sich dann auf ein Geländer stützte, die Tränen stürzten ihm aus den Augen und leise sagte er, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester und wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Oh, wie schwer, wie unendlich schwer war das alles. Ein Mann stand in unserer Nähe, er schaute schon eine ganze Weile zu uns herüber. Dann kommt er zu uns heran und fragt nach, woher und wohin. Ich erzähle ihm alles, da sagt er, dass er auch nach Estebrügge muss. Und wenn wir es noch können, will er uns hinbringen. Wir wissen uns keinen anderen Rat und gehen mit. Der Mann will rüstig ausschreiten, doch schon nach ganz kurzer Zeit bleiben wir zurück. Wir können nicht so schnell. Wir sind zu müde und kraftlos. Meine Füße schmerzen. Der Mann richtet sich nach unserem Tempo. Und langsam, ganz langsam, gehen wir weiter. Ich unterhalte mich mit dem Herrn. Er hat Verständnis für unser Leid. Und vor Wut knirscht er mit den Zähnen, als er kleine Ausschnitte aus unserem langen und schweren Leidensweg erfährt. Die Leute hier haben noch nichts von all dem Elend, was eine Flucht mit sich bringt, gehört und gesehen und können es nicht glauben, dass es so etwas Schreckliches geben kann. Er fragt, was wir nun anzufangen gedenken. Doch gerade heute sind wir so verzweifelt und mutlos, dass wir gar nicht an eine Zukunft denken wollen. Wir wollen nichts, antworte ich ihm, nur ein Weilchen ausruhen. Das werden sie hier auch nicht können, sagte er darauf, und kaum hatte er es ausgesprochen, da heulten die Sirenen. Es war Voralarm. Nach ganz kurzer Zeit wurde Vollalarm gegeben. Meine Eltern sind ganz aufgeregt, doch unser Begleiter beruhigt uns. Solange nicht geschossen wird, ist es ungefährlich. So gehen wir langsam weiter. Es geht immer schlechter. Wir können nicht weiter. Mutter zieht sich den Mantel aus und geht in strömenden Regen im Kleide weiter. Der Mantel ist ihr zu schwer. Noch 10 Minuten, sagt der Mann, dann können wir da sein. Gott sei Dank, endlich biegen wir ab von der Hauptstraße und stehen vor einem großen Gebäude, das in der Dunkelheit wie eine feste Burg aussieht. Wir sind am Ziel. Wie gut, wir hätten nicht mehr 5 Minuten gehen können. Mutter schleppt sich noch in den Flur und bricht dann zusammen. Der Mann verlässt uns aber noch nicht. Er will wissen, ob wir auch tatsächlich ein Unterkommen finden. Ich gehe die Treppe zur rechten Seite rauf. Hier wohnt Hennings nicht. Ich gehe links rauf. Hier ist ihre Wohnung, doch die Türen sind verschlossen.
Ich gehe zurück zu den Eltern, die unten im Hausflur sitzen, und setze mich auch auf eine Bank. Ich kann nicht mehr weiter, wir wollen hier sitzen bleiben, bis uns jemand aufnimmt. Unser Begleiter ist ratlos, er will uns nicht so zurücklassen. Da kommt eine Frau, die auch schon als Flüchtling in diesem Hause wohnt, wie wir später erfuhren, und fragt den Mann über uns aus. Sie verspricht ihm nun, für uns zu sorgen. Der Mann verabschiedet sich von uns, wünscht uns noch alles Gute und geht. Wir wissen nicht einmal, wie er heißt, und er war so gut zu uns. Inzwischen holte diese andere Frau Frau Henning, die nur in der Nachbarschaft war. Wir saßen jeder in einer Ecke und waren nicht fähig, einen Gedanken zu fassen. Stumm und tot war alles in uns. Da klang auf einmal eine Stimme in unser Ohr, hell und frisch. Es war Frau Henning. Sie hieß uns willkommen und sprach uns gleich mit Du an. Wie gut das war und wie vertraut das klang. Ich hatte nun keine Angst mehr um unser erstes Zusammentreffen. Wir gingen hinauf und standen nun in der Wohnung. Wir, die wir fast 4 Wochen nicht richtig geschlafen hatten bzw. gegessen, die wir uns nie richtig haben waschen können, noch viel weniger die Kleider wechseln, außer dem jetzt triefen vom Regen, standen nun in der blitzblanken Wohnung und rings um uns herum Wohlstand und Sauberkeit. Wir wagten kaum den Fuß weiterzusetzen, denn da, wo wir standen, wurde alles nass. Wir schämten uns unseres Zustandes. Doch wir waren müde. Frau Henning lief hin und her, besorgte Waschwasser, damit wir uns wenigstens etwas säubern konnten, kochte dann Kaffee und richtete gleich die Betten. Gesprochen, glaube ich, wurde nicht viel an diesem Abend. Wir waren gar nicht dazu imstande und gingen bald ins Bett. Bruno und ich teilten ein Zimmer. Todmüde sanken wir in unsere Betten. Es war wie ein Traum. Wir schliefen in einem Federbett. Ich hörte nur noch, wie Bruno schon halb im Schlaf zu mir sagte: Tuta, wieder im Federbett schlafen. Dann waren wir beide eingeschlafen. Das war am Dienstag, den 20. Februar 1945, ungefähr 11 Uhr abends. Wir hatten uns, bevor wir von zu Hause weggingen, mit der Familie, mit unserem ganzen Bekanntenkreis, diese Adresse in Estebrügge, verabredet, falls wir auseinanderkommen, da erst einmal hinzuschreiben. So wussten meine Geschwister, wo sie sich hinwenden konnten, um etwas von uns zu erfahren. Und es war dann auch gut so. Es kamen Briefe von meinen Geschwistern, die ja noch alle Soldat waren, meine Schwester war noch nicht da, an Frau Hennig, nicht an uns. Die wusste, sie fragten aber an, wo wir sind. Und sie gaben dann ihren Aufenthalt an und so konnten wir schnell mit der Familie Verbindung aufnehmen. Es war am Sonnabend, den 5. Mai. Ich mache mich fertig, um unser Fleisch für den Sonntag zu holen. Auf der Treppe treffe ich Frau Gerdes. Sie erzählt mir ganz aufgeregt, dass Deutschland bedingungslos kapituliert hat. Ich glaube, ich habe es damals gar nicht richtig verstanden, was mir gesagt wurde. Jedenfalls bin ich nicht einmal zurückgegangen, um diese Botschaft meinen Angehörigen zu verkünden. Keine Freude war in mir. Ich atmete nicht auf, wie es all die anderen taten, die hier sicher und fest auf ihrem Grund und Boden saßen. Sie waren froh, jetzt ihr Eigentum vielleicht zu behalten. Doch was konnte es schon für uns bedeuten? Plötzlich, es war 8 Uhr früh, fängt es an zu donnern, als setze ein Trommelfeuer ein. 10 Minuten hält das aber nur an, dann ist wieder alles still. Was war das? Was hatte das zu bedeuten? Später habe ich es erfahren, Salutschüsse waren es, Freudenschüsse der Engländer, dass sie den Sieg über uns davongetragen haben. Mir geht es durch Mark und Bein, auf den Straßen stehen die Leute in Gruppen zusammen. Immer wieder hört man, wie einer dem anderen zuruft: Deutschland hat kapituliert, der Krieg ist aus. Man sah meistens nur strahlende Gesichter. Eine freudige Stimmung herrschte allgemein. Am 8. Mai war dann auch die bedingungslose Kapitulation gegen Russland. Nun war es mit Deutschland ganz aus. Es war rettungslos verloren und den Feinden ausgeliefert. Die Gefühle, die mich damals durchtobten, sind unbeschreiblich und ich will auch nicht darüber sprechen. Es wird mich wohl niemand verstehen. An dem Tag, als der Krieg zu Ende war, ich weiß, ich war irgendwie innerlich tot. Es war kein Gefühl. Alles freute sich um uns herum, die Hiesigen natürlich. Die Engländer schossen. Es waren ungefähr 10 Minuten, war da ein
Kanonen, also Schützenfest, sage ich mal. Wir wussten nicht, was das bedeutet. Und das waren die Engländer, die eben auch den Sieg über Deutschland gefeiert haben. Für uns war eigentlich die allerletzte Hoffnung gestorben. Wir haben gedacht, solange Krieg ist, besteht Hoffnung, dass wir dann doch, es tritt noch eine Wende ein. Es war vermessen, aber die Gedanken waren so, es könnte noch eine Wende kommen und wir durften dann wieder nach Hause gehen. Das war es aber nicht. Nach ein paar Tagen, da waren schon einige Bauern, Obstbauern vom alten Land, auf ihre Höfe zurückgekommen. Die arbeiteten da. Das Schlimmste war ja immer die Angst oder den Schmerz von meinem Vater zu ertragen, wie er das als Bauer nun miterlebte und wo war er dann. Zunächst bestimmten Fremdheit und Ausgrenzung den Alltag der Vertriebenen, Hunger, viele Entbehrungen, Zwangseinquartierungen, Barackenlager und auch die Suche nach den Familienangehörigen. Das Ziel der Bundesrepublik war, die Flüchtlinge und Vertriebenen zu integrieren in die Gesellschaft. Dass dies schwierig war, kann man sich vorstellen. Aber Ende der 1960er Jahre kann man, denke ich, davon sprechen, dass die Integration Realität geworden war und die Millionen Vertriebenen ihren Teil zum Gelingen des sogenannten Wirtschaftswunders beigetragen haben. Es war dann so, dass mein Vater sich in dieser Stadtwohnung nicht so wohl fühlte. Und da kriegten wir eine kleine Wohnung im Nachbarort, in der Schule in Königreich. Die Wohnung, das war eine kleine, 2,5 Stübchen waren da, sehr spärlich möbliert. Aber wir waren alleine, mein Vater überhaupt als Bauer und nun diese andere Umgebung. Er musste sich ewig zurücknehmen, das war nicht gut für ihn. Wir lebten nun in der Schule, oben im kleinen Stübchen. Es war alles sehr, sehr primitiv. Als einzige Kochmöglichkeit war ein kleiner eiserner Ofen. Aber der große Bodenraum, bevor man in die beiden Stuben reinkam, war vorher ein großer Bodenraum. Den haben wir dann genutzt. Und deshalb haben wir die Enge gar nicht so gespürt. Inzwischen war unsere kleine Tochter geboren. Und wir sind mit dem kleinen Kind dann auch nach Stade gezogen, waren sehr schlecht untergebracht in einer Baracke, in einem kleinen Stübchen. Die ganze Heizmöglichkeit war auch nur, oder Heizen und Kochen auf so einem kleinen eisernen Ofen. Holzfeuerung gab es nicht. Wir haben mit ausgedienten Autoreifen geheizt und auch gekocht. Es stank fürchterlich. Aber es war ein bisschen warm, denn dieser Winter, der darauf folgte, 46, 47, war sehr kalt. Viele Leute sind da an Kälte und Hunger gestorben. Wie ich das Kind damals durchgekriegt hatte in diesen Verhältnissen, das weiß ich bis heute noch nicht. So wie der Familie von Gertrud Braumann erging es vielen Familien. Daher wurden auch in Stade Barackensiedlungen für die vielen Flüchtlinge aus den Ostgebieten errichtet. Neben den Barackensiedlungen wurden auch sogenannte Nissenhütten gebaut. Nissenhütten waren einfache Hütten mit Wellblech. Wenn es möglich war, bin ich ja losgelaufen, um etwas Essbares zu kriegen. Denn wir hatten ja kein Geld auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Da gab es schon einiges. Aber wir hatten kein Geld und wir hatten nichts zu tauschen. Wir mussten sehen, dass wir so durchkommen. Oft haben wir uns das Essen aus der Volksküche geholt. Die war damals eine Einrichtung des Roten Kreuzes. Die kochten warme Suppen, denn die Flüchtlinge holten sich dann mal ein warmes Essen.
Den Winter waren wir in der Baracke, aber dann zum Frühjahr, weil ich nun in Stade war, konnte ich mich ja selber wieder bemühen um eine Wohnung. Da kriegten wir dann ein Zimmer in einer, das war eine Fünf-Zimmer-Wohnung, darin wohnten die Wohnungsbesitzerin, die bewohnte zwei Räume und in den übrigen drei war eine Flüchtlingsfamilie drin. Und gekocht haben wir alle in einer Küche. Ging auch nicht immer so reibungslos zu. Aber mit dieser alten Dame haben wir uns sehr gut verstanden. Sie hatte ja nun auch vieles behalten oder alles behalten von ihrem Haushalt. Und da kriegte ich dann oft alte Sachen, wo ich dann auch für das Kind damals mit der Hand noch Hemdchen und Jäckchen und eben ein bisschen was nähen konnte. Wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben uns auch unterstützt. Damals musste man ja noch stundenlang am Gemüseladen oder am Schlachterladen anstehen, um was zu bekommen. Dann hat sie in der Zeit unser Kind aufgepasst und ich konnte dann da in Ruhe stehen bleiben. Und dann wurde das dann laut nach einigen Jahren, dass die Siedlungen gebaut werden für die Flüchtlinge und eben auch unsere Siedlung war eigentlich für Spätheimkehrer. Das waren die Soldaten, die noch später aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen waren. Mein Bruder Ewald, der ja in Russland in russischer Kriegsgefangenschaft in Ostpreußen noch gekommen war mit 20 Jahren, der kam erst 1949 zurück. Er war krank, aber er hat sich dann nachher, wurde eigentlich nie ganz gesund. Aber er hatte dann noch geheiratet und hatte Familie. Und wir fingen ja dann an, wir haben uns bemüht, um da mitbauen zu können. Und das gelang uns dann auch wieder. Aber worauf wir uns da eingelassen haben, wussten wir zu der Zeit auch noch nicht. Es war sehr schwer, weil wir hatten kein Geld, um da etwas einzuzahlen. Das mussten wir durch Eigenhilfe ableisten. Es gab dann keinen Feiertag mehr und keinen Feierabend. Wir mussten dann nur zu jeder Zeit da sein. 1953 fingen wir hier an zu bauen. Nachdem wir vorher die Steine selber gemacht haben, die jetzt im Keller verbaut wurden. Nach anderthalb Jahren Bauzeit konnten wir dann im Frühjahr des Jahres 1954 einziehen, schon mit dem zweiten Kind. Wir mussten aber, die obere Etage musste vermietet werden, das war die Auflage für uns. Wir haben uns unten in der Wohnung alleine eingerichtet. Die zweite Hälfte bezog auch eine Familie, mit denen wir ja eigentlich gar nicht, wir kannten sie vorher nicht, aber wir hatten nachher eine gute Freundschaft und haben uns gegenseitig geholfen. Wir verlebten nachher glückliche Tage. Es war armselig und mühsam für uns, aber die Kinder waren glücklich und das war ja das, was wir wollten. In der Bundesrepublik entstanden auch im Zuge der Bemühungen um Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen sogenannte heimatliche Milieus. Schon wenige Jahre nach 1945, um 1948 herum, entstanden Flüchtlingsvereinigungen, so auch die Kreisgemeinschaft Goldap Ostpreußen e.V. Es wurde auch im Jahr 1948 die erste Heimatbrücke herausgegeben. Das Publikationsorgan der Goldapper, das ja bis heute besteht. Es entstand eine Meldekartei, sodass auch die Flüchtlinge und Vertriebenen aus Goldap eine erste Anlaufstelle hatten. Und es fanden die ersten Heimattreffen in Stade statt. 1952 übernahm der Landkreis Stade die Patenschaft für den ehemaligen Kreis Goldap. Es übernahmen auch die Stader Gymnasien Patenschaften für die ehemaligen Goldapper Gymnasien und 1964 wurde auch die Patenschaft der Stadt Stade für die Stadt Goldap begründet. Ein Zeitsprung. Einige Jahrzehnte später war es aufgrund der neuen Ostpolitik in den 70ern erstmals möglich, nach Goldap zurückzureisen, also in die alte Heimat von Frau Braumann.
Das war eigentlich gar nicht zu beschreiben, die Gefühle, die man da hat. Auch schon im Bus ging das ja los. Je näher man sich Goldab, je näher man an Goldab rankommt, umso aufgeregter war das. Die Leute sprangen auf und guck mal hier und guck mal da. Und die Tränen liefen den alten Leuten. Damals waren es ja wirklich noch die Bewohner, die da echt von da kamen. Als wir in Goldab auf dem Marktplatz ausgeladen wurden, da es regnete, es war schon so ein bisschen dunkel. Da haben meine Schwester und ich uns umgefasst und haben gesagt, wo ist unser Goldab? Es war nicht mehr unser Goldab, was wir da gesehen haben. Auf den, der Markt, wo früher die Post, das Gericht und die Kirche standen, es war nichts mehr da. Der Markt sah anders aus, war ein kleines Flüsschen. Eine kleine bunte Brücke ging darüber, aber es war nicht unser Zuhause. Wir hatten aber vorher schon Verbindung aufgenommen mit den Leuten, die jetzt auf unserem Hof waren. Und die hatten uns eingeladen, wir sollten da mal rüberkommen. Wir sind kurz vor Dubeninken aus dem Auto ausgestiegen, meine Schwester und ich sind zu Fuß die letzten Kilometer sind wir zu Fuß gegangen, um das genau zu sehen. Denn wenn man von Dubeninken kam, war erstmal eine Böschung und darüber guckten unsere Dächer nur raus. Und das wollten wir erleben, dass wir das gleiche Bild. Aber unser Wohnhaus haben wir nicht wiedergefunden. Das war abgebrannt, das war ein altes Bauernhaus, noch mit Stroh gedeckt. Bei uns hatte man kein Reet. Stroh gedeckt und das ist wohl in den Kriegswirren abgebrannt. Aber wir wurden freundlich empfangen, als wenn wir richtig nach Hause gekommen wären. Das war richtig schön. Diese Verbindung zu den Bauern, die hat dann sehr, sehr lang gehalten, bis sie sich selbst, die sind dann selber nach Deutschland ausgewandert. Plötzlich waren es Deutsche. Er hatte auch einen ganz deutschen Namen, er hieß Alfred Krause. Ja. Aber zuerst wurde nichts gesagt von irgendwie deutscher Abstammung. Ja, dieser Aufenthalt war sehr, sehr schmerzlich. Wir sind mit meiner Schwester über die Felder gelaufen. Die Tränen kamen uns. Wir waren nur noch traurig. Und wir haben die Birkenbäume, hinter unserer Scheune waren 4 Birkenbäume. Davon stand nur noch eins. Wir haben den umgefasst und haben geweint. Es war natürlich nicht mehr das. Im Pferdestall hatten sie sich die Wohnung jetzt eingerichtet. Eine alte Oma war noch da, die lief über die Felder. Wir haben gesucht, ob wir noch was fanden. Das Einzige, was wir fanden, ist ein alter Schleifstein gewesen. Ich habe noch ein Foto davon. Wir sind in die Schule gegangen, wir sind zum See gegangen. Aber es war so maßlos traurig, das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe immer gesagt, wer einmal nach Ostbosnien gefahren ist, muss das zweite Mal machen. Mit einmal kann man das alles gar nicht aufnehmen und gar nicht verkraften. Das Kreishaus in Stade. Dort hat auch Landrat Michael Rösberg sein Büro. Für ihn spielt die Beziehung zwischen dem heutigen Goldab und dem Landkreis Stade eine wichtige Rolle. Wir müssen sehen, dass in den ersten Jahrzehnten es schwierig war, überhaupt in den Kreis Goldab zu kommen. Das hat was mit dem Eisernen Vorhang zu tun. Und da war es umso wichtiger dann auch, um auch dort zu helfen, dass im gesellschaftlichen Leben Kontakte entwickelt wurden. Das hat es gegeben über die Schulen. Das hat es gegeben in anderen gesellschaftlichen Bereichen, um einfach deutlich zu machen, auch wir konnten von hier aus dort helfen. Das hat sich dann auf heutiger Sicht bezogen dann schon geändert durch die Europäische Vereinigung, dass Polen zu Europa dazugehört, ist die Reisemöglichkeit einfach eleganter und besser geworden. Heute haben wir eine bestehende Partnerschaft mit dem heutigen Landkreis Goldab. Auch als Landkreis Stade mit dem Kreis Goldab förmlich beschlossen in einer Patenschaftsurkunde. Und auch wir wollen wieder dafür sorgen, dass gesellschaftliche Gruppen
dort Hilfestellungen geben im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Kultur. Uns ist gemeinsam heute wichtiger, dass keine formalen Besuche stattfinden. Die sind natürlich auch wichtig und rahmengebend, aber dass täglich, jedes Jahr, jeden Monat die Menschen voneinander wissen und hin und her reisen und sich gegenseitig unterstützen. In den ersten Jahren der Patenschaft ist auch hier im Kreishaus deutlich geworden, dass man dazu steht. Es gibt eine Inschrift hier, aber es hat auch eine Patenschaftsecke gegeben. Es war wirklich eine Ecke, wo man den Hinweis gegeben hat, dass eine Patenschaft zwischen dem Landkreis Stade und der Kreisgemeinschaft Goldap besteht. Daraus hat sich in den Jahren, und ich darf Herrn Dr. Ebel nennen, der sich sehr stark dafür gemacht hat, und auch der damalige Landrat Richard Toborg, daraus ist das Patenschaftsmuseum entstanden. Heute in der Hasefelder Straße, in modernen Räumen. Und ein wichtiger Anlaufpunkt, um genau auf die Geschichte der Goldapper, der Kreisgemeinschaft Goldap, hinzuweisen. Hier vor Ort ist mir wichtig, an die Patenschaft zwischen Kreisgemeinschaft und Landkreis auch in Zukunft zu erinnern. Das können wir mit dem Goldapper Museum in hervorragender Art und Weise tun. Und ich bin ganz sicher, dass die Schulen mit großem Interesse auch in das Goldap Museum gehen werden, um einfach dort auch im Rahmen des Geschichtsunterrichts und Politikunterrichts hautnah zu zeigen, was es bedeutet, Kriege erlebt zu haben, was es bedeutet, für Vertriebenen eine neue Heimat gefunden zu haben, ohne dass man die alte Heimat komplett aufgeben muss. Seit 2011 befindet sich das Goldap-Museum in der Hasefelder Straße, direkt neben dem Gymnasium Athenäum. Und es ist neben einer Ausstellung, also einer Präsentation von Exponaten der alten Goldapper, und damit einem Erinnerungsort, ist es mittlerweile auch ein Bildungsort geworden. Gerne empfangen wir dort Schulklassen zu Veranstaltungen. Gerne empfangen wir aber auch Schüler zu Facharbeiten. Es gibt eine gute Bibliothek, es gibt auch ein Archiv. Insofern ist das Museum mittlerweile auch eine Dokumentationsstätte und neben dem Erinnerungsort eben auch ein Bildungsort geworden. Sehr geehrte Damen und Herren, die Goldapper Kreisgemeinschaft, zu der auch das Goldap-Museum gehört, richtet jährlich das Goldapper Heimattreffen aus. Bei diesem Treffen werden Vertreter aus Goldap sowie zahlreiche Mitglieder der Kreisgemeinschaft eingeladen und kommen zusammen. Selbstverständlich nimmt auch Gertrud Braumann an diesem Treffen teil. Es war ein Land von Agnes Wiege. O kalt weht der Wind über leeres Land, o leichter weht Asche als Staub und Sand, o die Nässe wächst hoch an geborstener Wand, aber höher die Distel am Ackerrand. Es war ein Land. Wo bliebst du, Zeit? Da wogte der Roggen wie See so weit. Da klang aus den Erden der Sprosser singen, wenn Herde und Fohlen zur Tränke gingen. Der Heimat, würde ich sagen, ist immer noch Ostpreußen. Aber ich bin hier jetzt zu Hause. Ich bin wirklich zu Hause. Nach all den Jahren, die wir hier waren. Ich hatte schreckliches Heimweh die erste Zeit, es war kaum zu ertragen. Aber je öfter ich hingefahren bin, umso mehr habe ich mich beruhigt und habe mich etwas gelöst von der alten Heimat. Ich fahre auch jetzt noch gerne hin und dieses Jahr fahre ich wieder hin. Noch einmal. Das Haus, was ihr da seht, das ist mein Elternhaus gewesen. Hier links, 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 links. Das, wo jetzt das Fenster ist, aber früher der Pferdestall, da waren die Pferde drin. Jetzt haben sie sich das als Wohnhaus gemacht. Das Wohnhaus haben wir nie wieder gesehen, das war abgebrannt. Das ist mein Elternhaus hier. Viele Male hat Gertrud Braumanns Bruder Bruno Dadrat bei einer polnischen Familie in seinem ehemaligen Heimatort Urlaub gemacht. 2012 ist Bruno Dadrat in Buxtehude verstorben. Doch die polnische Familie
bei der er urlaubte, hat ihm auf dem alten deutschen Friedhof in Dubeningen einen Gedenkstein gesetzt und pflegt diese Stätte. Allgemein pflegt die polnische Bevölkerung den alten deutschen Friedhof in Dubeningen beispielhaft. Für Gertrud Braumann ein sehr emotionaler Moment. Auch die Kirche in Dubeningen wurde von der Reisegruppe, zu der auch Gertrud Braumann gehörte, besichtigt. Doch leicht und unbeschwert ist diese Reise nicht. Viele Erinnerungen und alte Gedanken kommen bei Frau Braumann in diesen Momenten wieder hoch. Dennoch scheint der Besuch von Goldap ihr gut zu tun. Ebenso das Aufeinandertreffen von Menschen, die das gleiche Schicksal erleiden mussten. Ja, man spricht heute so glatt über die Flucht. Es hört sich so einfach alles an, aber wer das selber mitgemacht hat, der weiß, dass es nicht so war. Kein Film kann diese Angst und die Verzweiflung der Leute wiedergeben, die man da während der Flucht und auch vorher und nachher gehabt hat. Und die Sehnsucht nach Ostpreußen, die wird nie vergehen.